willkommen. Heute ist Friends Day. Ihr habt mir wieder viele Fragen gestellt und ich habe mir einige davon rausgesucht, die ich heute beantworten werde. Und wir legen los. I wanna talk to you. I gotta talk to you. Die erste Frage stellt heute Vegan Jessie und sie hat eine Frage zu meinem letzten Food Diary. Sie schreibt, isst du ganz bewusst abends keine Snacks mehr oder ist das Zufall? Und die Antwort ist, es ist mal so und es ist mal so. Es kommt drauf an, wie hungrig ich bin. Oft esse ich ja mit den Kindern zusammen Abendbrot, das ist so zwischen 18 und 19 Uhr. Und wenn ich etwas später zu Abend esse, brauche ich meistens abends nichts mehr. Aus dem einzigen Grund, weil ich einfach keinen Hunger habe. Esse ich sehr früh, bekomme ich manchmal schon noch abends Appetit. Und dann mache ich mir natürlich auch einen Snack und gucke nochmal, was da ist. Aber manchmal auch nicht. Oft bin ich auch so müde, dass ich auch einfach keine Lust mehr habe. Dann schnappe ich mir noch eine Banane oder vielleicht auch gar nichts. Aber manchmal habe ich auch überhaupt keine Lust, mir irgendwas zu machen. Und wenn es jetzt nicht dringend ist, dann mache ich das auch nicht. Aber ich mache es mir jetzt nicht so, dass ich mir wirklich vornehme, abends nichts mehr zu essen. Nö, wenn ich Hunger habe, esse ich was. Und wenn ich keinen Hunger habe, dann esse ich eben nichts. Und die nächste Frage, die kommt von Linda und sie fragt, wenn du in einem anderen Land leben könntest, wo wäre das? Diese Frage ist ganz schwer zu beantworten, weil es einfach so viele schöne Flecken auf dieser Welt gibt. Aber so richtig dort leben, das könnte ich irgendwie jetzt nur sagen, wenn ich schon eine längere Zeit mal im Land verbracht habe. Ich finde generell, wenn man in anderen Ländern ernsthaft leben möchte, sollte man wirklich mal eine längere Zeit dort verbracht haben. Oder immer und immer wieder jahrelang hinfahren, um einfach zu sehen, ob einem so Land und Leute liegen und ob auch der Alltag in diesem Land einfach für einen funktioniert. Das kann ich jetzt momentan gar nicht genau sagen, weil ich in letzter Zeit wenig im Ausland unterwegs war, weil ich mich wenig damit beschäftigt habe. Auf jeden Fall gibt es wunderschöne Länder, wo ich jetzt denke, dass sie in Frage kommen würden, aber so richtig hundertprozentig kann ich das nicht beantworten, weil wir haben jetzt 3 Kinder und die Situation hat sich in den letzten 8 Jahren sehr stark verändert. Und deswegen würde ich auch immer ein Land wählen, was für die Kinder auch optimal ist, was für uns optimal ist, wo wir uns alle in Richtung Zukunft orientieren können und da müsste ich mich jetzt wirklich näher reinfuchsen. Aber ich finde viele Länder interessant, unter anderem Spanien, Norwegen, Kanada oder auch Neuseeland. Aber um das richtig beantworten zu können, müsste ich mal eine längere Zeit da gewesen sein. Das wird in den nächsten Jahren auch kommen. Wenn die Kinder etwas größer sind, dann werden wir auf jeden Fall wieder etwas mehr reisen. Und wenn ich dann vielleicht etwas mehr durch die Gegend gereist bin, dann kann ich vielleicht diese Frage auch leichter beantworten. Und Vicky hat mein letztes Food Diary gesehen und sie möchte gerne wissen, wo ich mein Hibiskus-Topping her habe, was ich so gerne auf das Müsli gebe. Und zwar ist das ein Hibiskus-Topping, womit man Smoothies oder auch Müslis verfeinern kann. Das gibt man einfach über das Müsli und das gibt es in ganz vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das gibt es mit Schokoladensplitter, das gibt es mit Hibiskus, das gibt es mit Vanille und Cranberry und es gibt viele verschiedene Sorten. Und ich kaufe das immer in meinem Bioladen. Ich habe das aber jetzt schon in vielen Bioläden gesehen. Das scheint so ganz gut anzukommen, ist echt lecker und damit kann man wirklich sehr vielseitige Müslis zaubern. Und jetzt Limette möchte gerne wissen, ob das unsere Katze ist, die hier im Video herumspringt. Nein, unsere Katze ist das nicht. Wir haben bis jetzt überhaupt kein Haustier. Aber wir haben einen großen Garten und deswegen haben wir auch viele Katzen. Diese Katze ist eine Katze aus der Umgebung, die sehr, sehr niedlich ist und die auch gerne mal ans Haus kommt und die auch gerne mal ins Haus kommt und die sich auch von unseren Kindern so ganz süß anfassen lässt. Die ist so ganz zutraulich und durchstreift manchmal auf ihrem Beutezug unseren Garten. Die Kinder flippen immer völlig aus, wenn sie sie sehen und die springt bei uns auf die Bäumen herum und wir alle freuen uns immer, wenn sie da ist. Die ist echt niedlich, aber unsere Katze ist es leider nicht. Und Katja hat mir eine Mail geschrieben und sie möchte gerne wissen, wie groß unser Haus ist, weil sie erwarten jetzt auch Nachwuchs, das dritte Kind kommt. Und sie fragt, wie groß unser Haus ist und wie viel Platz wir mit den 3 Kindern haben. Unser Haus ist weder klein noch ist es riesig. Wir leben jetzt zu fünft auf 135 Quadratmetern und wir haben noch einen ausgebauten Keller, wobei der Keller eher dazu da ist, dass wir da Wäsche waschen und Wäsche trocknen, die Fahrräder abstellen und so ein paar Sachen lagern. Weil mit 3 Kids hat man irgendwie einige Sachen, die man auch mal aufbewahren kann.
bewahren muss. Und bevor wir umgezogen sind in unserer Wohnung, hatten wir 95 Quadratmeter, was aber mit der Aufteilung mit 3 Kids nicht mehr so gepasst hat. Und wir sind dann ja in das Haus gezogen und jetzt ist die Wohnsituation echt entspannt und uns reicht das vollkommen. Und weiter geht's mit der Frage von Ronja und sie fragt, du kochst ja oft schnelle und praktische Gerichte im Alltag. Gibt es Tipps, die du geben kannst, damit das Kochen noch schneller geht? Stimmt, im Alltag muss es oft schnell gehen, bei wem nicht? Und da koche ich natürlich schon ganz einfache Gerichte, die einfach easy sind. Ich habe zum Beispiel, um mir das Kochen zu erleichtern, um es auch schneller zu machen, den Wasserkocher oft im Einsatz. Wenn ich zum Beispiel Kartoffeln kochen will, dann tue ich das Wasser ganz oft erst in den Wasserkocher, lass es kochen und tue es dann schnell in den Kochtopf. Dann benutze ich immer Deckel für meine Töpfe. Ich sehe es oft in meinem Freunden- und Bekanntenkreis, dass viele Nudelwasser ohne Topfdeckel kochen und natürlich da ganz viel Energie verloren geht, aber natürlich es auch nicht so schnell geht, weil ein Wasser, wo man Kartoffeln drin garen möchte, das kocht natürlich schneller, wenn man den Deckel zumacht. Das wissen auch viele, aber ich kenne trotzdem viele Leute, die einfach ihr Kartoffelwasser ohne Topfdeckel zum Kochen bringen. Und das dauert natürlich ein bisschen länger. Aber so abends, wenn ich Zeit habe, dann koche ich immer Vollkornreis für die Woche vor. Der hält sich wunderbar im Kühlschrank und dann kann ich schnell mal tolle Gerichte mit Reis zaubern. Genauso mache ich das auch mit Hirse oder Quinoa. Ich koche mir das einfach vor und bewahre es dann im Kühlschrank auf. Dann kann ich spontan und ganz schnell eine Hirsepfanne machen oder eine Gemüsepfanne mit Quinoa oder mit Hirse oder mit Reis. Ich finde, wenn so ein paar Sachen vorgekocht sind, geht es manchmal schneller und man kann sich ruckzuck ein leckeres Essen machen. Und was bei mir total Zeit spart, ist, dass ich mir einfach schon mal am Wochenende überlege, was ich in der nächsten Woche kochen werde. Wenn ich alles schon mal auf den Einkaufszettel schreibe und auch schon mal eingekauft habe und alle Zutaten sind im Haus, dann geht es auch echt schneller, wenn ich mir einfach schon im Kopf zurechtlege, was ich von Montags bis Freitags kochen möchte. Weil wenn ich erstmal in der Küche stehe und mir 10 Minuten lang überlegen muss, was ich jetzt kochen möchte, dann verliere ich auch schon wieder Zeit. Und ich mache mir deswegen so einen kleinen Plan, mache mir so ein paar Stichpunkte, was ich in der Woche kochen möchte, kaufe das alles auch ein und dann geht auch alles ein bisschen schneller von der Hand. Und es ist auch gar nicht so selten, dass wir zum Beispiel am Sonntag, wenn wir kochen, schon mal eine große Portion machen, dass wir das Essen vielleicht auch noch am Montag essen können. Dann fällt diese Montagskocherei, der Start in die Woche, schon mal weg. Dann hat man das Essen, was man vielleicht Sonntag gegessen hat. Ich finde es auch genial, wenn man so Gerichte hat, die man 2 Tage essen kann. Dann fällt am einen Tag die Kocherei weg und das hilft manchmal ungemein. Aber ich finde persönlich, dass eine gute Vorbereitung für die Woche am meisten Zeit spart. Manchmal mache ich auch Freitag schon mal 2 Brotaufstriche selber. Da weiß ich, die kann ich auch als Soße verwenden. Oder ich mache irgendwann am Samstag schon mal ein Riesenglas Pesto. Da weiß ich, ich habe so ein Notfallessen im Kühlschrank. Da kann ich auch toll Reis mitzaubern oder verschiedenste Gerichte machen. Ich bereite meistens so ein paar Sachen vor, die mir in der Woche total helfen. Und in der Woche geht das Kochen dann meistens schnell von der Hand. Und Corinna hat mir eine E-Mail geschrieben und sie fragt, warst du schon einmal mit deinen Kindern auf einem Reiterhof und hast Reiterferien gemacht? Und kannst du mir einen Hof empfehlen, der auch mit Kindern super ist? Wir waren schon öfter mit der Familie auf einem Bauernhof, wo es auch Pferde gibt, aber wir waren jetzt noch nicht explizit auf einem Reiterhof, der so richtig nur aufs Reiten ausgelegt ist. Ich und meine Tochter würden das in den nächsten Jahren gerne mal machen, weil wir absolute Reitfans sind. Der Rest der Familie reitet irgendwie nicht und mein mittlerer Sohn möchte gerne lieber andere Sachen machen. Deswegen sind wir bis jetzt noch nicht auf den Reiterhof gefahren, sondern immer auf einem Bauernhof, wo man auch reiten kann, dann hat jedes Familienmitglied was davon. Aber es gibt garantiert tolle Reiterhöfe in Deutschland, wo man mit den Kindern gut hinfahren kann. Aber ich weiß, dass der Isländerhof, auf dem ich mal war, in der Lüneburger Heide, ich weiß, dass der auch Kindertage hat und so Jugendreitercamps. Da kannst du ja einfach mal gucken. Ich setze den Link einfach mal in die Infobox. Aber vielleicht sind unter euch ja auch ein paar Reiterfans und ihr könnt Corinna vielleicht einen tollen Reiterhof nennen, wo man auch mit Kindern gut hinfahren kann. Und ehrlich gesagt, mich würde es auch interessieren. Also schreibt es fleißig runter in die Kommentare. Vielleicht finden wir da was für die nächsten Reiterferien. Die nächste Frage kommt von Kira und sie schreibt, ich habe letztens einige von deinen Food Diaries gesehen und mir fällt auf, dass du wenig Brot isst und dafür viel Obst und Gemüse, wirst du davon satt?
Ja, manchmal ist das so. Ich habe Phasen, wo ich sehr wenig Brot esse, weil ich einfach keine Lust habe manchmal auf Brot oder auf Brötchen. Das ist jetzt eher so unbewusst. Manchmal habe ich einfach keinen Hunger drauf und ich esse lieber Suppe oder ich esse Reis oder ich esse einfach andere Sachen gerne. Ich esse viel Obst und Gemüse und ich finde schon auch, dass Obst und Gemüse, wenn man viel davon isst, dass das satt macht. Und gerade morgens trinke ich sehr gerne Säfte und Smoothies und das reicht mir auch meistens. Ich trinke meistens keinen kleinen Smoothie und wenn ich Saft trinke, trinke ich meistens auch recht viel davon. Und wenn ich zum Beispiel einen großen Smoothie trinke, so 0,5 Milliliter, dann bin ich auch erstmal gut gefüllt und erstmal satt. Und ich habe danach jetzt nicht das Gefühl, dass mir was fehlt. Wenn es so wäre und wenn ich noch Hunger hätte, würde ich wahrscheinlich auch noch was essen. Und ich brauche zum Beispiel jetzt nicht Brot als Sättigungsbeilage. Das funktioniert bei mir auch so ganz gut mit Obst und Gemüse. Aber natürlich esse ich auch Brot, aber es gehört nicht zwingend auf meinen Speiseplan. Ich esse immer Brot oder Brötchen, wenn ich einfach Lust dazu habe und wenn nicht, dann lasse ich es einfach weg. Vielen Dank für eure Fragen und falls ihr auch noch welche haben solltet, dann schreibt sie einfach runter in die Kommentare. Ihr könnt mir aber auch eine Mail schreiben oder via Facebook oder Instagram. Und wer weiß, vielleicht ist deine Frage schon übernächsten Mittwoch mit dabei. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann kennt ihr das, dann lasst ihr einfach einen Daumen hoch da. Und wer weiter schauen möchte, kein Problem, der klickt sich hier auf die Seite. Da habe ich euch nochmal zwei andere Videos bereitgestellt. Ansonsten habt einen wundervollen Tag. Wir sehen uns schon ganz bald wieder zum nächsten Video. Also bis dahin und tschüss.